kleine Mahagoni. Ja, dann können wir nicht weiter. Aber wir müssen weiter. Aber vor uns ist nur Wüste. Dann können wir nicht weiter. Also müssen wir umkehren. Aber hinter uns sind die Konstabler, die uns von Angesicht zu Angesicht kennen. Ja, dann können wir nicht umkehren. Oben an der Küste wird aber doch Gold gefunden. Ja, die Küste, die ist lang. Ja, dann können wir eben nicht hin. Aber es wird dort Gold gefunden. Ja, aber die Küste ist zu lang. Geht's denn nicht weiter? Nein! Gut, dann bleiben wir hier. Es ist mir eingefallen. Wenn wir nicht hinaufkommen können, werden wir hier unten bleiben. Seht, alle Leute, die von dort herunterkamen, sagten, dass die Flüsse das Gold sehr ungern hergeben. Es ist eine schlimme Arbeit und wir können nicht arbeiten. Aber ich habe diese Leute gesehen und ich sage euch, sie geben das Gold her. Ihr bekommt leichter das Gold von Männern als von Flüssen. Darum lasst uns hier eine Stadt gründen und sie nennen Mahagoni. Das heißt Netzestadt. Sie soll sein wie ein Netz, das für die essbaren Vögel gestellt wird. Überall gibt es Mühe und Arbeit, aber hier gibt es Spaß, denn es ist die Wollust der Männer, nicht zu leiden und alles zu dürfen. Das ist der Kern des Goldes. Gin und Whisky, Mädchen und Knaben, und eine Woche ist hier 7 Tage ohne Arbeit und die großen Taifune kommen nicht bis hierher. Das ist die Stadt, das ist ihre Mitte und sie heißt das Hotel zum reichen Manne. Und leben soll man hier nach den Gesetzen der menschlichen Glückseligkeit. Erstens vergesslich kommt das Pressen. Zweitens kommt der Liebesakt. Drittens das Boxen nicht vergessen. Viertens saufen laut Kontrakt. Vor allem aber achtet scharf, dass man ja alles dürfen darf. Vor allem aber achtet scharf, dass man ja alles dürfen darf. Die Stadt Mahagoni heran. Um Ihnen die Kämpfe so zu zeigen, wie Sie Kämpfe zu sehen gewohnt sind, haben wir keine Mühe gescheut, einen originalen Boxring für Sie errichtet. Die dürftigen Verhältnisse anderenorts veranlassten Schwärme von Prostituierten, ihr Gewerbe in der neuen Goldstadt zu betreiben. Das war die Zeit, wo der heute noch berühmte Alabama-Song in Mode kam. Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, Alabama, we now.
us the way to the next pretty boy. Oh, don't ask why, oh, don't ask why. For we must find the next pretty boy. For if we don't find the next pretty boy, I tell you we must die, I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Vom Glanz der Stadt Mahagoni. Wie ein großer Magnet zogen die unbegrenzten Möglichkeiten der Stadt die Unzufriedenen aller Kontinente und aller Bevölkerungsschichten an. Auf nach Mahagoni, die Luft ist kühl und frisch. Dort gibt es Pferd und Weiberfleisch, Whisky und Pokertisch. Schöner, grüner Mond von Alabama, leuchte uns, denn wir haben heute, wir haben heute hier Hände, Geld, am Hände, Geld, Papier. Für ein großes Lachen deines großen, dummen Munds. Auf nach Mahagoni, der Ostwind, der geht schon. Dort gibt es frischen Fleisch, Salat und keine Direktion. Grüner Mond von Alabama, leuchte uns, denn wir haben heute hier am Ende Geld, am Ende Geld, Papier. Für ein großes Lachen deines großen, dummen Munds. Auf nach Mahagoni. Auf nach Mahagoni. Ist los, die Luft ist kühl und seelisch. Willis nach Mahagoni. Wird uns dort geheilt. Grüner, grüner Mond von Alabama, leuchte uns, denn wir haben heute hier Geld am Hände, Geld, Papier. Für ein großes Lachen deines großen, dummen Munds.
kam damals auch ein gewisser Paul Ackermann, ein Goldwäscher aus Alaska, in die Stadt Mahagoni, wo er eine Prostituierte namens Jenny Smith kennenlernte. Wenn man an einen fremden Strand kommt, ist man immer zuerst etwas verlegen. Man weiß nicht recht, wohin man gehen soll. Wen man anbrüllen darf. Und vor wem man den Hut zieht. Das ist der Nachteil. Wenn man an einen fremden Strand kommt. Ach, meine Herren! Willkommen zu Hause! Ist das denn nicht der Herr Paul Ackermann, der berühmt ist im Messerspitzen? Jeden Abend vor dem Schlafengehen wünschen Sie Gin mit Pfeffer. Angenehm. Bitte bewegt mich! Und zu Ihrer Ankunft, Herr Jakob Schmidt, haben wir den Kies geharkt. Und Sie, Herr Merck? Heinrich Merck. Und Sie, Herr Josef Lettner? Alaska Wolf Joe. Um uns Ihnen gefällig zu erweisen, haben wir die Zimmer renoviert. Danke herzlich. Wünschen die Herren, sich zuerst mit frischen Mädchen zu versorgen. Meine Herren, jeder Mann trägt im Herzen das Bildnis seiner Geliebten. Was dem einen üppig, ist dem anderen mager. Das ist Ihr Mädchen, Herr Jakob Schmidt. Wenn Ihre Hüfte keinen Schwung hat, sind Ihre 50 Dollar Dreck aus Wellblech. 30 Dollar? 30 Dollar. Ach, bedenken Sie, Herr Jakob Schmidt. Ach, bedenken Sie, was man für 30 Dollar kriegt. 10 Paar Strümpfe und sonst nichts. Gefalle auch Ihnen. Bitte. Paul.
Wie willst du meine Haare, nach vorn oder zurück? Das könnte verschieden sein, je nach der Gelegenheit. Aber wie ist es mit der Wäsche, mein Freund? Trage ich Wäsche unterm Rock oder gehe ich ohne Wäsche? Ohne Wäsche. Wie Sie wollen, Paula. Und Ihre Wünsche? Es ist vielleicht zu früh, davon zu reden. Erstens, vergesst nicht, kommt das Fressen. Zweitens, kommt der Liebesakt. Drittens, das Boxen nicht vergessen. Viertens, saufen laut Kontrakt. Vor allem aber achtet scharf, dass man hier alles dürfen darf. Vor allem aber achtet scharf, dass man hier alles dürfen darf. Hochbetrieb im Hotel zum reichen Mann. Herr Jakob Schmidt, genannt Jakob der Vielfraß, bewältigte unter der Bewunderung des bereits erwähnten Paul Ackermann drei Kälber und wird das Opfer konsequenter Glückseligkeit. Aus seinen Gesetzen.
kommt der Liebesakt. Stand das Bordell der Witwe Beckwith. Spucke den Kaugummi aus, wasche zuerst deine Hände. Rasch, Jungens, he, rasch, Jungens, he, stimmt ihn an den Song von Mandelin. Liebe, die ist doch an Zeit nicht gebunden. Jungens, macht rasch, Jungens, macht rasch, Jungens, macht rasch, denn hier geht's um Sekunden. Ewig nicht steht der Mond über dir, Mandelin. Jungens, macht rascher, Jungens, macht rascher, Jungens, macht rascher, denn der grüne Mond geht hoch und ab. Wasche zuerst deine Hände. Rasch, Jungens, he, rasch, Jungens, he, stimmt ihn an den Song von Mandelin. Liebe, die ist doch an Zeit nicht gebunden. Jungens, macht rasch, Jungens, macht rasch, Jungens, macht rasch, denn hier geht's um Sekunden. Ewig nicht stört der Mond über dir, Mandelin. Jungens, macht rascher, Jungens, macht rascher! Jungens, macht rascher, denn der grüne Mond geht hoch und ab. Spucke den Kopf! Hinaus gingen die intimen Beziehungen zwischen Ackermann und der Prostituierten Jenny Smith. Sieh jene Kraniche in großem Bogen. Die Wolken, welche ihnen beigegeben, zogen mit ihnen schon, als sie entflogen. Aus einem Leben in ein anderes Leben. In gleicher Höhe und mit gleicher Eile scheinen sie alle beide nur daneben. Dass so der Kranich mit der Wolke teile den schönen Himmel, den sie kurz befliegen. Dass also keines länger hier verweile. Und keines anderes sehe als das Wiegen des andern in dem Wind, den beide spüren, die jetzt im Fluge beieinander liegen. So mag der Wind sie in das Nichts entführen, wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben. So lange kann sie beide nichts berühren. So lange kann man sie von jedem Ort vertreiben, wo Regen drohen oder Schüsse schallen. So unter Sonn und Monds wenig verschiedenen Scheiben fliegen sie hin, einander ganz verfallen. Wohin ihr? Nirgendhin. Von wem davon? Von allen. Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen? Seit kurzem. Und wann werden sie sich trennen? Bald. So scheint die Liebe Liebenden ein Halt.
Entspannung und zur Beruhigung der weicheren Gemüter eine Einlage. Haben alle Zuschauer jetzt? Drei Plätze sind noch frei. $5 nur, meine Damen und Herren. $5 nur, um etwas Einzigartiges zu hören. $5 nur! Bitte. Das ist die ewige Kunst. Erstlich kommt das Fressen, zweites kommt der Liebesakt, drittes das Boxen nicht vergessen, wir bezaufen laut und rau, alle aber abgeschafft. In einem der legendären Kämpfe trat an Pauls Freund Josef, genannt Alaska Wolf Joe, gegen Dreieinigkeits-Moses, den rauesten Kämpfer aller Zeiten. Gerüchte über angebliche Unfairness und Mord konnten die Beliebtheit dieser Veranstaltung nicht erschüttern. Besondere Beachtung verdient die Freundschaftstat Paul Ackermanns, der sein gesamtes Vermögen auf Alaska Wolf Joe setzte. Kopf über Fäuste gestellt und List über Kraft und Klug über Roh. Jeder vernünftige Mensch setzt sein Geld in diesem Kampf auf Alaska Wolf Joe. Was? Du kämpfst mit Dreieinigkeits-Moses, Junge? Da reist du besser noch fort, denn das ist beim Teufel kein bloßes Preisboxen, sondern glatter Mord. Vorläufig bin ich noch nicht gestorben. All mein Geld in Alaska erworben, setze ich heute restlos auf mich. Und ich bitte auf mich zu setzen, alle, die mich von Kindheit schätzen. Heinrich, ich rechne besonders auf dich. Joe, du stehst mir menschlich nach. Doch um Geld hinauszuwerfen, ging mir's zu sehr auf die Nerven, als ich Dreieinigkeits-Moses sah. Joe!
habe dich immer geschätzt. Von der Wiege bis zum Grabe. Drum wird heute auf dich gesetzt. Und zwar alles, was ich habe. Paul, wenn ich das von dir höre, steigt Alaska vor mir auf. Die sieben Winter, die großen Kälten und wie wir beide die Bäume fällten. Dein Geld ist sicher, ich schwöre, lieber ging ich selber drauf. Dreimal hoch, drei Einigkeitsmoses! Moses, gib ihm Saures! Das ist Mord! Da bedarf's nur eines Stoßes! Drei Einigkeits-Moses, 200 Pfund! Alaska Wolf Joe, 170! Schand! Hallo Joe! Hallo Paul! Halb so Paul! Los jetzt! Schiebung! Quatsch! Er nimmt schon! Wo ist es? Nicht stürzen! Hilfe! Nicht halten! Der sitzt auf mich! Lippe ist spalten! Lanjo! Kunststück! Ja, er schwingt schon! Moses macht Hackfleisch! Der Mann ist tot! Los, der Mann tut nichts aus! Sieger, drei Einigkeits-Moses! Ich bedauere es! Erstens lässt sich kommt das Fressen, zweitens kommt der Liebesakt. Drittens das Boxen nicht vergessen, viertens saufen laut und hart. Voller Marathon, das war hier alles dürfen da. Voller Marathon, das war hier alles dürfen da. Abend für Abend tranken Paul und Heinrich Merck im Hotel zum reichen Mann. Eines Tages geriet Ackermann plötzlich in eine ungewöhnliche Lage. Zahlungsverweigerung brachte ihn mit dem Gesetz in Konflikt. Und noch eine Runde. Bravo, Paul. Bravo, Paul. Aber gern. Wer im Marathon nie blieb, braucht jeden Tag $5. Und wer es besonders trieb, braucht er vielleicht noch extra. Aber damals blieben alle in Mahagonis Poker-Tripsalon. Sie verloren in jedem Falle. Doch sie hatten was davon. Auf der See. Ihre Häute abgezogen. Warum sitzen alle Leute und verkaufen alle Häute? Denn die Häute werden jederzeit mit Dollars aufgewogen. Und noch eine Runde. Bravo. Aber gern. Wer im Marathon blieb, braucht jeden Tag $5. Und wenn er's besonders trieb, braucht er vielleicht noch extra. Aber damals blieben alle in Mahagonis Poker-Trinksalon. Sie verloren in jedem Falle. Doch sie
hatten was davon, doch sie hatten was davon, doch sie hatten was davon. Auf der See und am Land ist um der Verbrauch an frischen Häuten ungeheuer. Immer beißt es euch im Fleische, doch wer zahlt euch eure Räusche? Denn die Häute, die sind billig und der Whisky, der ist teuer. Und noch eine Runde. Bravo, Palle. Aber gern. Wer in Mahagoni blieb, braucht jeden Tag $5. Und wenn er's besonders trieb, braucht er vielleicht noch extra. Aber damals blieben alle in Mahagonis Pokertrinksalon. Sie verloren in jedem Falle. Doch sie hatten was davon, doch sie hatten was davon, doch sie hatten was davon. Bitte, Herr Ackermann. Ja, wie viel weg bin ich. Da merke ich eben, dass ich gar nicht bezahlen kann. Ich habe mein Geld falsch ausgegeben. Was? Er kann nicht bezahlen? Paul, schau doch mal nach. Irgendwo hast du sicher noch was. Als ich eben mit euch sprach. Was, der Herr hat keine Moneten? Was, der Herr will nicht bezahlen? Wissen Sie, was das bedeutet? Mensch, da bist du abgeläutet. Hallo, Leute. Da steht ein Mann, der seine Zeche nicht bezahlen kann. Frechheit, Unverstand und Laster. Und das Schlimmste ist, kein Zaster. Da steht natürlich hängen drauf. Komm, Moses, halt dich da nicht auf. Kannst du nicht für ihn in die Bresche treten? Und du, Jenny? Ich? Warum denn nicht? Lächerlich, was wir Mädchen alles sollen. Das kommt also nicht in Frage für dich. Nein, wenn Sie es wissen wollen. Meine Herren, meine Mutter prägte auf mich einst ein schlimmes Wort. Schauhaus oder an einem noch schlimmeren Ort. Tja, so ein Wort, das ist leicht gesagt, aber ich sage euch, daraus wird nichts. Das könnt ihr nicht machen mit mir. Was aus mir noch wird, das werden wir sehen. Mensch ist kein Tier. Denn wie man sich bettet, so liegt man. Es deckt einen da keiner zu. Und wenn einer tritt, dann bin ich es. Und wird einer getreten, dann bist es du. Das ist leicht gesagt.
Doch solang man täglich älter wird, da wird nicht nach Liebe gefragt. Da muss man seine kurze Zeit benützen. Ein Mensch ist kein Tier. Paul Ackermann aus Alaska. Er war 2 Jahre vorher nach Mahagoni gekommen und hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen, bis zu dem Tag, an dem er sich weigerte, seine Getränkerechnung im Hotel zum reichen Mann zu begleichen. Die Hinrichtung fand unmittelbar nach der Verlesung des Urteilsspruches statt. Du, Paul Ackermann, bist verurteilt. Wegen indirekten Mordes, indem du, nur um viel Geld zu gewinnen, deinen Freund beim Preisboxen in den sicheren Tod hetztest, zu 2 Tagen Haft. Weil du Ruhe und Eintracht gestört hast, zu 2 Jahren Ehrverlust. Wegen Verführung eines Mädchens namens Jenny zu 4 Jahren Bewährungsfrist. Aber weil du meine 3 Flaschen Whisky und ein Glas nicht bezahlt hast, darum wirst du zum Tode verurteilt, Paul Ackermann, wegen Mangel an Geld, was das größte Verbrechen ist, das auf dem Erdenrund vorkommt. Erledige deine irdischen Angelegenheiten jetzt gleich, denn die Herren, die deinem Untergang beizuwohnen wünschen, wollen deine privaten Dinge nicht wissen. Liebe Jenny, ich gehe jetzt. Die Tage mit dir verlebt waren angenehm. Und angenehm war das Ende. Lieber Paul, auch ich habe meine gute Zeit gehabt mit dir. Und ich weiß nicht, wie es jetzt mit mir wird. Glaube mir, solche wie ich gibt es noch mehr. Das ist nicht wahr. Ich weiß, solche Zeit kommt niemals wieder. Hast du nicht sogar einen weißen Schleier auf? Wie eine Witwe. Ja, ich bin deine Witwe. Und nie werde ich dich vergessen, wenn ich jetzt zurückkehre zu den Mädchen. Küsse mich, Jenny. Küsse mich, Paul. Denk an mich. Sicherlich. Und nimm mir nichts übel. Warum denn? Küsse mich, Jenny. Küsse mich, Paul.
uns noch was zu sagen. Ja, wollt ihr mich denn wirklich hinrichten? Ja, es ist leider üblich. Ihr wisst wohl nicht, dass es einen Gott gibt. Ein was? Einen Gott. Ach, ob es für uns einen Gott gibt? Ja, darauf haben wir eine Antwort. Mach doch für ihn das Spiel vom Gott in Mahagoni. Weizen Jahr für Jahr. Keiner hat erwartet, dass ich käme. Wenn ich komme, jetzt ist alles gar. Ansahen sich die Männer von Mahagoni? Ja, sagten die Männer von Mahagoni. An einem grauen Vormittag, mitten im Whisky, kam Gott nach Mahagoni. Kam Gott nach Mahagoni, mitten im Whisky, bemerkten wir Gott in Mahagoni. Kennt ihr diese Patronen? Schießt ihr meinen guten Missionar? Soll ich wohl mit euch im Himmel wohnen, sehen euer graues Säuferhaar? Sahen sich die Männer von Mahagoni? Ja, sagten die Männer von Mahagoni. An einem grauen Vormittag, mitten im Whisky, kam Gott nach Mahagoni, kam Gott nach Mahagoni. Mitten im Whisky bemerkten wir Gott in Mahagoni. Gehen alle zur Hölle, steckt jetzt die Virginien in den Sack. Marsch mit euch in meine Hölle, Burschen, in die schwarze Hölle mit euch pack. Ansahen sich die Männer von Mahagoni? Ja, sagten die Männer von Mahagoni. Rühre keiner den Fuß jetzt. Jedermann streikt, an den Haaren kann er uns nicht in die Hölle ziehen, weil wir immer in der Hölle waren, weil wir immer in der Hölle waren, weil wir immer in der Hölle waren. Jetzt erkenne ich, als ich diese Stadt betrat, um mir mit Geld Freude zu kaufen, war mein Untergang besiegelt. Jetzt sitze ich hier und habe doch nichts gehabt. Ich war es, der sagte, jeder muss sich sein Stück Fleisch herausschneiden. Mit jedem Messer da war das Fleisch faul. Die Freude, die ich kaufte, war keine Freude. Die Freiheit für Geld war keine Freiheit. Ich aß und wurde nicht satt. Ich trank und blieb durstig. Gib mir ein Glas Wasser! Fertig! Eins! Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, leb wohl, Paule! Acht, neun. Die Hinrichtung des Paul Ackermann war der Beginn einer Kette erschreckender Ereignisse in Mahagoni. Die Angst, kein Geld mehr zu haben, führte zu Teuerung, Raub, Mord und Zerstörung. Der Kampf aller gegen alle wütete in vollem Ausmaß. Doch die noch nicht Erledigten steigerten in den letzten Wochen der Netzestadt ihre Forderungen ins Unermessliche. Unbelehrt,